Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder zu Nicetech und zu diesem neuen Video. Ich bin es mal wieder Emu und heute gibt es das lang erwartete Review zur mechanischen Top Elec Gaming Tastatur. Aber alles weitere wie immer hier gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Zunächst ist es erstmal wichtig zu wissen, dass diese Tastatur eine No-Name-Tastatur ist. Bedeutet, diese gibt es von mehreren Firmen angeboten. Dabei sind diese exakt gleich, bis auf den Namen, der ist immer anders. Die Tastatur besteht aus 104 Tasten und hat einen Nummernblock, welcher beispielsweise für GTA 5 ganz hilfreich sein kann. Im Unboxing haben wir ja schon nicht schlecht gestaunt, was uns da zu solch einem günstigen Preis angeboten wird. Eine vollwertige mechanische Gaming-Tastatur mit LED-beleuchteten Tasten, welche sich durch das mitgelieferte Tool ganz einfach abnehmen lassen. Darunter befinden sich sogenannte Blue Switches, ob die jedoch echt sind, ist nicht festzustellen. Dennoch, sie haben einen super Druckpunkt und haben das typische Klicken, was man von richtigen mechanischen Gaming-Tastaturen gewohnt ist. Also nicht irgend so ein Schwamm, auf dem man die ganze Zeit herumdrückt. Apropos Schwamm, ja, diese Tastatur ist spritzwassergeschützt. Aber Achtung, Wasser, keine Cola oder sonstiges. Trotzdem sollte man nicht unbedingt diese Tastatur zum Zocken mit in die Badewanne nehmen, ist doch aber klar. Die Tastatur lässt sich bequem in zwei Stufen einstellen. Einmal in eine flache Position oder in eine etwas angeschrägte. Die wird mit den zwei ausklappbaren gummierten Füßen auf der Unterseite möglich gemacht. Die Tasten selbst sind wie die komplette Tastatur aus hochwertig empfundenen Kunststoff. Die Zeichen sind auf den Tasten nicht aufgedruckt oder geklebt, sondern transparent, damit die LED-Beleuchtung durchkommt. Somit dürfte diese Tastatur länger halten als manch andere Tastaturen, welche die Buchstaben und Zahlen nur draufgedruckt bzw. geklebt haben. Die Tasten verfügen über die sogenannte Anti-Ghost-Funktion. Bei dieser Technologie können mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, ohne dass Verzögerungen oder dergleichen auftreten, welche ein reibungsloses Zocken stören könnten, denn jede Taste wird unabhängig gesteuert. Die LED-Beleuchtung ist im Großen und Ganzen recht einfach gehalten, aber mal ehrlich, eine Black Widow Chroma 2 von Razer kann man in dieser Preisklasse nun auch nicht erwarten. Die Farben sind alle in Reihen angeordnet und können auch nicht verändert werden. Leider muss ich an dieser Stelle gestehen, dass ich eine Farbenschwäche habe und somit manche Farben nicht erkenne. Also, die oberen F-Tasten sind blau, die darunter, also die Zahlen, auch blau oder lila oder violett. Och Mann! Ach egal, ihr seht es ja. Es sollen jedenfalls 6 verschiedene Farben sein, ergibt ja auch Sinn bei 6 Reihen. Sie sind wirklich sehr klar und hell, man kann jedoch auch bei Bedarf die Helligkeit verändern und durch eine Tastenkombination hat man die Möglichkeit, zwischen 9 Beleuchtungseffekten zu wechseln. Als erstes wäre da die Beleuchtung ohne jeglichen Effekt. Dann die Funktion, dass alle gedrückten Tasten kurz mit aufhellen und dann wieder erlöschen. Als drittes pulsiert die Tastatur, dann gibt es den Modus, in dem WASD, die Escape-Taste und die Pfeiltasten leuchten, beispielsweise für Shooter. Danach ein sich überkreuzen der Farben, als nächstes das Überkreuzen noch einmal, nur leicht angeschrägt. Danach eine Animation, welche die Tastatur auch beim Starten des PCs macht. Als vorletztes eine von links nach rechts pulsierende Animation und last but not least den 9. Modus. Hier gehen von den gedrückten Tasten die Farben nach rechts und links. Durch eine weitere Tastenkombination lassen sich 9 weitere Leuchtspieleffekte auswählen. Vorgegeben sind Shooter-Modi oder halt LOL-Modi. Glücklicherweise kann man auch noch 2 zusätzliche Beleuchtungen selber erstellen. Dafür drückt man die FN-Taste und wählt entweder LR1 oder LR2 aus. Das sind die beiden freien Slots. Dann drückt man erneut FN und die Taste POS1, also Position 1, auf der unten noch LR steht. Dann kann man die Tasten drücken, welche leuchten sollen. Hat man sich verdrückt, einfach die leuchtende Taste drücken und sie erlischt wieder. Wenn man mit seinem Layout zufrieden ist, drückt man erneut FN und die Taste Ende, welche unten noch ein S für Speichern hat. Hier aber noch ein kurzer Hinweis, wenn die FN-Taste vor dem Drücken noch nicht leuchtet, so wird sie beim Speichern dann mitleuchten, da man sie ja drückt. Also die FN-Taste leuchten lassen und dann die bereits gesagte Tastenkombination drücken, dann wird die FN-Taste nicht mitleuchten. Dies muss jedoch bei der Endetaste nicht beachtet werden.
Danach kann man das Profil jederzeit durch FN und entweder LR1 oder LR2 aufrufen. Bei unserem Gerät war jedoch LR1 dunkler als LR2, kann aber auch an der Tastatur liegen. Beispielsweise, wenn man mehrere Tasten drückt, kann die Helligkeit abnehmen. Allgemein sind die Leuchteffekte unterschiedlich hell, obwohl alle auf volle Helligkeit eingestellt sind. Das stört im Alltag nicht, aber macht sich schon bemerkbar und ist etwas merkwürdig. Was sich auch bemerkbar macht, ist das typisch laute Klicken. Wem das hier schon zu laut ist, der sollte sich eine andere Tastatur suchen, denn für Office-Arbeiten oder das Arbeiten mit mehreren in einem Raum könnte zu Problemen führen. Mit der FN-Taste lassen sich noch weitere Funktionen mit den F-Tasten einstellen. So kann man zum Beispiel den Taschenrechner oder den Browser starten, Musik vor- und zurückspulen, die Lautstärke regeln und die Tastatur sperren, wodurch keine Taste mehr geht, bis man sie wieder entsperrt hat. Als abschließendes Fazit kann man sagen, dass die Tastatur für unter 40 Euro wirklich in allen Punkten überzeugen kann. Sie hat eine veränderbare LED-Beleuchtung, Blue-Switches und eine tolle Haptik. Wir empfehlen jedem diese Tastatur, welcher nach einer günstigen, hochwertigen mechanischen Gaming-Tastatur sucht. Schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung, dort haben wir euch die Amazon-Links reingepackt. Dort findet ihr auch den Link zu unserem Nicetech-Discord. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Folgt uns auch auf Twitter, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Oben in der Infocard findet ihr die Abstimmung für das nächste Video. Wie fandet ihr dieses Review bzw. diese Tastatur? Eure Meinung mal unten in die Kommentare und oder per Like-Button. Hier findet ihr noch das Unboxing und ein weiteres Video. Hier kommt ihr zur Review-Playlist und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis dann. Ciao.